Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem Deckcheck der Intro-Packs. Und wir gucken uns gerade Angelic Might an. Das ist das grün-weiße Intro-Pack, was sich um das Thema Engel und Menschen dreht. Und die Deckliste habe ich euch links schon eingeblendet. Und ich habe versucht, das Ganze wieder so ein bisschen nach Sinn zu sortieren. Und ich habe es im Moment jetzt nach Mana-Kosten sortiert. Wir fangen mit den Engeln an. Und da seht ihr direkt diese zwei Exemplare. Einmal der Emancipation Angel. Für 3 Mana ein 3-3er fliegender Beater, was denn jetzt ja schon mal ganz gut ist. Sein Effekt kann manchmal Nachteile und Vorteile haben, denn wenn er ins Spiel kommt, muss man eine bleibende Karte, die man kontrolliert, wieder auf die Hand nehmen. Das ist manchmal ganz gut, wenn man eine bestimmte Karte nimmt, die beim ins Spiel kommen wieder einen neuen Effekt auslöst. Also man kann den Effekt auch gut einsetzen. Manchmal kann man auch ein Land nehmen oder billige Artefakte oder billige Kreaturen allgemein, sodass man den vermeintlich negativen Effekt auch ganz gut ausnutzen kann. Dann haben wir den Seraph of Dawn, auf jeden Fall einer meiner Favoritenengel, weil er so preiswert ist, also im Geldbereich, sage ich jetzt mal, für 4 Mana, 2-4 fliegend Lifelink. Der hat mir auf jeden Fall schon sehr oft geholfen, den sollte man auf jeden Fall auch auf 4 aufstocken, denn durch die Flugfähigkeit fügt er dem Gegner generell eigentlich immer seinen Schaden zu. Mit Lifelink ist er auf jeden Fall ganz stark, weil ja, man kann dann halt früh in den Angriff gehen, weil Engel sind relativ langsam und man will das Spiel nicht unendlich lange manchmal hinauszögern. Er dient aber auch als sehr starker Blocker mit immerhin 4 Widerstand und Lifelink ist er da auf jeden Fall nicht zu verachten. Und dafür auf jeden Fall, obwohl er eine Common ist, ein sehr starker Engel. So, jetzt kommen wir zu den 6 weiteren Engeln, die wir hier haben. Die kosten alle auch ein bisschen mehr Mana, insgesamt von 5 bis 7 Mana hoch. Ganz oben links der Herald of War, welcher auch als Foil-Rare in diesem Intro-Pack vorhanden ist. An sich ist er 3-3 fliegend und immer wenn er angreift, kriegt er eine +1/+1 Marke. Also er wird ständig stärker, aber abgesehen davon verbilligt er auch alle Menschen- und Engelzauber und zwar um so viel farbloses Mana, wie Marken auf ihm drauf sind. Also man kann natürlich als eine Taktik, die sich jetzt hier schon, natürlich schon sehr schön zeigt, immer Herald of War noch weiter aufstocken und dann halt ihn mit teuren Engeln kombinieren, die ja dann schön preiswert werden. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann haben wir noch den Serra-Engel für 5 Mana 4-4 fliegend und Wachsamkeit. Also er bietet einen schönen Blocker, kann aber auch jede Runde angreifen, weil er halt beim Angreifen nicht getappt wird. Auch sehr nett. Dann der Golden Knight Redeemer für 6 Mana 4-4 fliegend. Eben schon angekündigt, sind Engel ein Tick langsamer, also ist eher ein langsames Deck. Und ja, wenn er ins Spiel kommt, kriegt man 2 Mana für jede andere Kreatur, die man kontrolliert. 2 Lebenspunkte kriegt man natürlich, kein Mana. Und ja, das Leben hilft einem natürlich dann, den recht langsamen Start auszugleichen und so halt wieder ein bisschen besser ins Spiel zu kommen, weil man sich ja eher langsam aufbaut. Dann haben wir Voice of the Provinces für 6 Mana, 3-3 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommen, kriegt man einen 1-1er weißen Menschenspielstein. Bringt also noch einen Blocker mit ins Spielfeld, sehe ich in dem 6-Mana-Bereich eher als etwas schlechtere Kreatur an. Serra-Engel und Golden Knight Redeemer finde ich da eigentlich besser. Auch den Archangel finde ich besser für 7 Mana. Halt recht teuer, kombiniert mit dem Herald of War von eben. Ist natürlich schon eine ganze Ecke besser, denn er hat 5-5 fliegend und auch Wachsamkeit. Also praktisch ein Serra-Engel nur mit 1-1 stärker, kostet aber auch 2 Mana mehr. Muss man sich überlegen, was man da spielt. Ich würde eher den Serra-Engel vermutlich spielen. Aber auch nur davon abhängig, wie viel Herald of War man hat. Dann der Angels of Glory's Rise als zweite Rare in diesem Starterdeck für 7 Mana, 4-6 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, werden alle Zombies ins Exil geschickt und dann kann man alle Menschen aus dem Friedhof wiederbeleben. Ja, wie gesagt, das Deck hat nicht nur Engel, sondern auch Menschen, die ich euch gleich zeigen werde. Und als One-Off, also als einzelner Engel, ist der Angels of Glory's Rise doch ganz nützlich. Man könnte ihn noch als ein zweites Mal vielleicht dazu tun. Nicht öfters, weil den Effekt gegen Zombies, den kann man nicht immer auslösen. Man spielt schließlich nicht immer gegen Zombies. Und ja, man will ihn auch nicht unbedingt 3- oder 4-mal halt spielen, weil man ihn nicht so früh ziehen will. Man will halt ein paar Menschen schon im Friedhof haben. Dafür muss das Spiel ein bisschen länger dauern und ja, seine volle Stärke entfaltet er halt erst später. Ja, jetzt zu den eben angekündigten Menschen. Wir haben Cyril Sanctifier, der so das Early Game so ein bisschen sichern soll für 1 Mana 1-1. Wenn er ins Spiel kommt, bringt er 3 Leben. Auch ganz nett, wenn man ihn mit dem Emancipation Angel zurück auf die Hand nimmt. Dann kann man ihn für 1 Mana wieder ausspielen, um halt 3 Leben zu bekommen. Finde ich ganz nett. Dann Gideon Lawkeeper, ja auch halt um das Early Game zu sichern, denn er tappt für 1 Mana gegnerische Kreaturen weg und ist so auch im Late Game dann noch eine sehr nützliche Kreatur. Dann die, deswegen ist halt noch grün. Die grünen Menschen ist zum einen der Timberland Guide. Für 2 Mana, 1-1, wenn er ins Spiel kommt, kann man eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur legen. Ja, das kann man natürlich auch auf ihn selber legen, wenn er ins Spiel kommt, aber auch auf alle anderen.
harmoniert natürlich sehr schön mit dem Herald of War, weil, ja, dann zusätzlich wird der Herald halt immer stärker, alle Menschen- und Engelzauber werden wieder billiger. Ist so eine kleine nette Synergie, so eine kleine Mini-Kombo, kann man schon fast sagen. Und ja, auf jeden Fall ganz nett. Es macht das Deck ein bisschen, ja, vielfältiger und ja, gefällt mir deswegen halt auch besonders gut. Dann der Borderland Ranger. Ja, ein Deck mit einer relativ hohen Mana-Kurve. Ist natürlich immer ganz nett, wenn man sich da noch Länder raussuchen kann. Auch wenn das Deck zweifarbig ist, hilft er beim Colorfix, weil die Engel ja oft zwei Mana, also zwei weiße Mana auf jeden Fall kosten, wenn man sich dann noch weitere Ebenen raussuchen will. Ist der Borderland Ranger da auf jeden Fall eine ganz nette Karte. Und dann hinten angeschlossen, die letzte Kreatur ist Angelic Wall. Ich bin persönlich kein großer Fan von Mauern, denn sie haben nicht so den großen Einfluss aufs Spielfeld. Ja, sie halten eigentlich nur eine gegnerische Kreatur, aber das kann man auch mit einem Gideon's Lawkeeper machen. Also muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die Angelic Wall spielen will. Für 2 Mana 0-4 fliegend Defender. Sie ist nicht schlecht, für eine Common auf jeden Fall spielbar. Muss man halt so mit sich abmachen, ob man wirklich so defensiv spielen will oder halt eher so eine bisschen aggressivere Schiene. Dann Rampant Growth hilft ebenfalls beim Rampen, also es sucht Standardländer raus und bringt sie getappt ins Spiel, macht einen also ein bisschen schneller, Mana-Beschleunigung auf jeden Fall sehr nützlich, genau wie Trines of Ferocity. Da man meistens wenige, aber sehr starke Engel hat, löst der Triumph generell im Upkeep aus, eine Verzauberung für 3 Mana, und zwar darf man im Upkeep, wenn man die stärkste Kreatur hat, ja, immer eine Karte ziehen. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Und ja, die Bonuskarten sind auf jeden Fall sehr nett. Kartenvorteil ist ja generell immer so eine Sache bei Magic, die sehr, sehr gut ist. Und da Weiß nicht so den starken Card Draw hat, nimmt man dann sehr gerne diesen grünen Card Draw mit. Dann habe ich hier so einen kleinen Abschnitt mit Removal gemacht. Defang, ja, die verzauberte Kreatur fügt keinen Schaden mehr zu, also nimmt eine Kreatur potenziell aus dem Spiel. Oblivion Ring, da schon eine Ecke besser, kostet zwar einen Mana mehr, aber so das Allzweck-Removal, denn es schickt alle Karten außer Länder ins Exil. Kann man beim Gegner schön was weg, ja, exilen. Und Righteous Blow auf das Early Game fügt einer angreifenden und einer blockenden Kreatur 2 Schaden zu. Dann haben wir noch ein paar Artefakte und ein bisschen so, ja, Zubehör würde ich das mal nennen. Bladed Bracers, ganz nett, gibt der ausgerüsteten Kreatur +1/+1 und Wachsamkeit. Das gibt sie zwar nur Engeln und Menschen, aber alle Kreaturen sind eigentlich Engel und Menschen, bis auf die Mauer. Aber auf jeden Fall eine ganz nette Karte, Ausrüstung für 1 Mana, 2 zum Equippen. Und ja, gibt zum Beispiel dem 2-4 Lifelink-Engel einfach mal Wachsamkeit und kann man so immer schön angreifen. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Kombination. Dann Angel's Tomb. Immer wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, wird Angel's Tomb zu einem 3-3 weißen Engel mit Flugfähigkeit. Ist für mich auch eher ein Wackelkandidat. Man kann das Engeldeck eher aggressiv und schnell spielen, dann ist Angel's Tomb ziemlich gut. Wenn man aber die langsamen, teuren Engel spielt, ist das Angel's Tomb eher nicht so gut, weil man halt wenig Kreaturen ausspielt. Muss man dann auch wieder so ein bisschen für sich abmachen, wie man das Deck denn spielen möchte. Dann Defy Death, so ein Reanimate-Zauber für 5 Mana. Wenn man einen Engel damit wiederbelebt, kriegt dieser sogar 2/+1/+1 Marken. Ist auf jeden Fall nett, wenn man einen starken Engel wiederbelebt. Auch hier wieder die nette Kombination mit dem Herald of War. Wenn man den nämlich wiederbelebt, hat er direkt 2 Marken, macht wieder alles billiger. Wie gesagt, wieder so eine ganz nette Synergie, die mir auf jeden Fall sehr gut gefällt. Und ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Dann Scroll of Avacyn, ja, um so ein bisschen das Life-Polster auszubauen. Wenn man sie nämlich opfert und einen Engel kontrolliert, kriegt man 5 Leben. Man darf so oder so eine Karte ziehen, also ersetzt sich selber die Karte. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ist jetzt nicht die beste Karte, aber auch nicht schlecht. Und Builder's Blessing, auf jeden Fall auch für mich ein Wackelkandidat. Ungetappte Kreaturen kriegen +0/+2. Engel haben generell schon sehr, sehr viel Widerstand. Man muss sie nicht unbedingt noch stabiler machen, sage ich jetzt mal. Und das Ganze für 4 Mana, da kann man lieber noch einen Engel für 4 Mana ausspielen. Auf jeden Fall eine Karte, die jetzt hier nicht unbedingt reingehört und ja, ist auch nur einmal im Deck, ist jetzt auch nicht schlimm. Hingegen Seraph Sanctuary, auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Jeder, der Engel spielen will, sollte sie auf jeden Fall öfters spielen. Wenn das Land ins Spiel kommt, kriegt man einen Lebenspunkt. Immer wenn ein Engel ins Spiel kommt, kriegt man einen Lebenspunkt. Und ja, sie macht leider nur farblose Mana. Mit einem zweifarbigen Deck sollte man da natürlich ein bisschen aufpassen. Ansonsten ist es aber trotzdem eine sehr gute Karte, weil sie halt gerade auf Engel einfach zugeschnitten ist. Ja, wie kann man das Deck so ein bisschen abändern, wollte ich euch natürlich auch noch ein paar Tipps mitgeben. Wir sind schließlich hier bei einem Deckcheck und da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Tipps. Ja, wie gesagt, meine Wackelkandidaten bzw. Karten, die mir nicht gefallen haben, waren eigentlich nur die Angelic Wall und Builder's Blessing. Der Rest ist auf jeden Fall in Ordnung. Besonders gut gefallen haben mir aber Herald of War natürlich, der alle teuren Engel billiger macht. Und Serra Engel,
Gold Knight Redeemer, also alle teuren Engel eigentlich. Wenn man gegen viel Aggro-Decks spielt, auch die Voice of Provinces ganz gut, weil sie einen Blocker mitliefert. Ansonsten würde ich ja, wie eben schon angekündigt, eher Archangel, Serra Engel oder Gold Knight Redeemer spielen. Und eventuell noch einen zweiten Angels of Glory's Rise, wenn man denn halt die Menschenschiene weiterfahren möchte. Ja, Engel gibt es ja wie Sand am Meer schon fast. Es gibt sehr viele Engel, sind generell eigentlich alle auch spielbar. Baneslayer Angel aus M11 ist natürlich noch eine ganz nette Methode, war auch nicht so der billige Engel. Er ist aber sehr stark, schließlich 5-5 fliegend First Strike Lifelink. Und Schutz vor Dämonen und Drachen nimmt man natürlich auch noch gerne mit, ist auf jeden Fall ein sehr starker Engel. Ansonsten sowas wie Klassiker wie Akroma, Angel of Ra's, ist halt mit 8 Mana ein sehr teurer Engel. Aber kombiniert mit der Herald of War Kombination kann man sie schön billig machen. Sie ist schließlich so mit der stärkste Engel. Fliegend, Erstschlag, Trampelschaden, Eile, Schutz vor Schwarz, Schutz vor Rot und wird beim Angreifen nicht getappt. Also es ist auf jeden Fall ein Engel, der das Spiel alleine gewinnen kann. Und wenn man ihn halt ein bisschen verbilligt ins Spiel bringt, ist sie auf jeden Fall eine sehr starke Alternative zu den anderen Engeln. Ja, ihr habt jetzt die ganzen Engel jetzt hier mal gesehen, das Angelic Might Intro Pack. Wer mit Engeln anfangen will, ist das auf jeden Fall die optimale Methode, eben in diesen Tribe einzusteigen. Und an der Stelle möchte ich nochmal alle Leute, die das Forum noch nicht kennen, auf das Forum aufmerksam machen. Der Link ist in der Videobeschreibung, es ist kuvas.org, seht ihr auch oben links gerade. Dort gibt es auch ein Deckforum, da könnt ihr eure Decks posten, kriegt Tipps von mir, von anderen Abonnenten oder anderen Usern, die halt in diesem Forum registriert sind. Und ja, auf jeden Fall ein schöner Platz, auch für Regelfragen und alles andere. Wer will, kann ja mal vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis demnächst. Ciao!